Ein vertikal hängendes Federpendel erfährt durch Anhängen von 20 Gramm die Verlängerung von 10 cm. Berechne die Federkonstante. Diese Feder ist bei der Zahl 0 auf dieser x-Achse im Gleichgewicht. Jetzt wird die Masse m von 20 Gramm angehängt. 20 Gramm, das sind 0,02 Kilogramm. Und dadurch verlängert diese Feder sich um 10 cm, das heißt um 0,1 Meter. Also so. Gefragt wird die Federkonstante K, die wir in Newton pro Meter ausdrücken. Und um diese Konstante zu finden, nutzen wir diese zwei Formeln, einmal das Gesetz von Hooke und zweitens die Formel der Gewichtskraft. Die Gewichtskraft, das ist die Masse mal die Fallbeschleunigung und als Wert für diese Fallbeschleunigung nehmen wir 9,81 Meter pro Quadratsekunde. In unserem Versuch ist die Kraft F genau die Gewichtskraft, also starten wir von F gleich G, woraus wir schließen, dass K mal X gleich ist zu M mal G und daraus finden wir sofort die Zahl K, sie entspricht M mal G geteilt durch X. Wir ersetzen M durch 0,02, G durch 9,81 und X durch 0,1. Und somit finden wir als Federkonstante 1,962 Newton pro Meter. Das ist auch schon die Endantwort. Die Federkonstante K von dieser Feder beträgt 1,962 Newton pro Meter.